Wie beten Sie, wenn Sie alleine beten? Ich meine, wie intensiv und mit welchen Gesten, in welcher Haltung? Ich vermute, die meisten von uns beten still, sitzend, andächtig, je nach Typ, mehr oder weniger kontemplativ, je nach Stil mit oder ohne Kopfhörer, je nach Tradition eher rituell oder wortlastig. Auf jeden Fall anständig und kontrolliert. Wir sind freundlich mit Gott. Schließlich verdanken wir seiner Freundlichkeit unser Leben. Also danken wir ihm für diese Gnade. Beten, so könnte man sagen, ist grundsätzlich remercier. Wir danken für die Gnade. Man könnte auch mit dem jüdischen Wort sagen, beten ist Barak, Gott segnen, Gott loben und preisen. Denn er hat Gutes getan. Der Psalm 103 drückt diese Haltung aus, lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Was denken Sie, wie betet er? Sie kennen ihn. Hiob ist sein Name. Und hier sehen Sie da ein Bild gemalt von Léon Bonnat, einem französischen Maler, der Ende 19. Jahrhunderts, des 19. Jahrhunderts gelebt hat. Einer seiner Schüler war Edvard Munch und Henri de Toulouse-Lautrec. Es ist ein sehr ausdrucksstarkes Bild, im expressionistischen Stil gemalt. Es zeigt die Verzweiflung Hiobs, die Haltung eines Menschen, der nicht aus- und nicht einweiß. Und noch etwas kommt zum Ausdruck hier in diesem Bild: Widerstand, Anklage, Rebellion. Jetzt die Frage, ist es die Haltung eines Beters? Heißt denn Beten nicht freundlich und dankbar sein? Natürlich, es geht auch den Frommen nicht immer gut, aber ist der angemessene Ausdruck dieser Bedürftigkeit, wenn schon, nicht die Demut des Bettlers? Oder müsste, wenn schon, das Ringen nicht in die Ergebung führen, die Jesus im Garten Gethsemane und die Worte sprechen lässt, dein Wille geschehe? Ich möchte dieser Frage nachgehen und die Spur verfolgen, auf die uns Hiob leitet. Sie führt uns zu einer Auseinandersetzung mit der rebellischen Klage, zur Frage, wie weit wir gehen dürfen, was in unserem Ausdruck noch als Beten gelten kann und was das für unser Gottesverhältnis aussagt. Und damit Sie eine Ahnung haben, wohin diese Auseinandersetzung führt, starte ich mit Provokation. Ich bin zutiefst überzeugt, dass wir vor Gott, zu Gott, alles sagen dürfen, was uns bewegt. Dass es keinen Winkel unserer Seele gibt, den wir vor ihm verstecken müssten oder verstecken könnten. Solange wir mit Gott reden, auch wenn wir ihn nicht hören, und solange wir ihn schauen, auch dann, wenn wir ihn vermissen, dann beten wir. Also ist auch das Klagen Beten zu Gott. Auch die Wut, der Zorn und die Verbitterung, das ganze Spektrum unserer Gefühle gehört zu unserem Gebetsleben. Wir können uns nicht verstecken und nehmen wir Flügel der Morgenröte. Aber Gott kann es. Zumindest erscheint uns das so. Und das ist zugleich der tiefste Grund und Abgrund der Gebetsklage. Gott, wo bist du? Dass Gott sich versteckt hält, als ob er seine Schöpfung verlassen hätte, als ob er uns verlassen hätte, das ist sozusagen die Urklage. Wo bist du, Gott? Zeig dich. Ja, und warum soll dieser Vorwurf beten heißen? Weil in der Klage ein Appell ist an den, der sich verspricht, an den, der sagt, ich bin da für euch. Weil der vermisste Gott ersehnt wird und weil die Sehnsucht nach ihm schon Gebet ist. Das ist die These, von der ich ausgehe. Die Verzweiflung derjenigen, die an Gottes Abwesenheit leiden, ist eine Form des Betens. Es ist keine Form, die wir pflegen müssten oder üben könnten, aber wir sollen sie erkennen, wenn sie uns sozusagen widerfährt. Wir sollen lernen,
mit dieser Form umzugehen, nicht darüber zu erschrecken und sie mit dem Vorbild der biblischen Beter auszuüben. Und wir sollen uns erlauben, frank und frei zu sagen, was uns bewegt. Vor allem sollen wir die Klage des demoralisierten Mitmenschen entmoralisieren. Weshalb? Ich glaube, die Klage ist das schwarze Loch der frommen Verzweiflung, in das nur der verzweifelte Fromme hineinblicken kann. Der gleichgültige, der kalte Mensch weiß davon nichts. Das ist der mit der dicken Haut, der über Leichen geht. Und auch ein zweiter kennt das Leiden an Gott nicht. Das ist der brave, der unbescholtene, der unangefochtene religiöse Mensch, der sich selbst zufrieden beobachtet, bemisst und beurteilt. Mit anderen Worten, der unmoralische Mensch und der Moralist haben keinen oder nur einen sehr beschränkten Zugang zu dieser Form des Betens, die Klage heißt. Dem wollen wir nachgehen und uns mit der Figur Hiobs beschäftigen. Denn das Buch Hiob bietet eine Auseinandersetzung mit dem religiösen Moralisten. Das heißt, das Buch will denen auf die Sprünge helfen, die sich und anderen das Klagen verbieten. Hier sehen Sie auf der Folie den Aufbau des Buches. Hiob ist der Protagonist einer Erzählung, die in märchenhaften Zügen das Schicksal eines sagenhaft reichen, weisen und frommen Menschen erzählt. Und das Unglück trifft ihn. Schlag auf Schlag verliert er alles, was zum guten Leben gehört. Biblisch gesprochen, der Segen ist weg. Die letzte Prüfung ist dann eine schmerzende, chronische Krankheit, die ihn quält und entstellt, aber nicht tötet. Der Hauptteil des Buches ist aber ein Gespräch. Hiob erhebt seine Stimme, er klagt im Zwiegespräch mit Freunden über das eigene Leiden, über Gott und manchmal auch zu Gott. Die Reden sind zum Teil Debatten, die vor Gericht geführt werden. Anderes ist weisheitlich und wieder anderes den Klagepsalmen verwandt. Ja, und jetzt die Frage, wer ist dieser Hiob? Hat es ihn eigentlich je gegeben? Elie Wiesel, jüdischer Schriftsteller, Holocaust-Überlebender, schreibt im Kapitel seines Buches Adam oder das Geheimnis des Anfangs. Die einen sagen, Hiob hat sehr wohl gelebt, nur sein Leiden ist eine literarische Erfindung. Und dem halten andere entgegen, Hiob hat niemals gelebt, aber sehr wohl gelitten. Ich denke, beides stimmt. Hiob lebt, aber er lebt, wie Lazarus gelebt hat, oder der barmherzige Samariter, oder ein Psalmbeter, dessen Namen wir nicht kennen, aber dessen Klage wir nachlesen können. Mit Hiob bekommt der leidende Mensch ein Gesicht und eine Geschichte. Er ist der auserwählte Mensch, allerdings eine negative Auserwählung, der zum Leiden bestimmte Mensch, ein Prototyp der Homo patiens. Mit anderen Worten, Hiob ist große und großartige Literatur. Das ist ein ergreifendes und zugleich erschütterndes Zeugnis, das ein Schicksal beschreibt, das einem Menschen geschehen kann. Ich lese aus dem dritten Kapitel, Sie können mitlesen, den Anfang der Klage. Danach tat Hiob seinen Mund auf und verfluchte seinen Tag. Und Hiob begann und sprach, getilgt sei der Tag, da ich geboren wurde, und die Nacht, die sprach, ein Knabe ist empfangen worden. Jener Tag werde Finsternis, Gott in der Höhe soll nicht nach ihm fragen und kein Lichtstrahl soll auf ihn fallen. Warum durfte ich nicht umkommen im Mutterschoß, aus dem Mutterleib kommen und sterben? Warum nahmen mich Knie entgegen und wozu Brüste, dass ich trank? Ich läge schon jetzt und ruhte aus, ich schliefe und hätte Ruhe. Wovor mir Angst war, das hat mich getroffen. Und wovor mir graute, das kam über mich. Ich habe weder Frieden gefunden, noch Rast, noch Ruhe. Nur Unruhe hat sich eingestellt.
Erschütternd ist der Todeswunsch. Warum durfte ich nicht umkommen im Mutterschoß? Man hört sozusagen als Kontrast einen anderen Psalm. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleib. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Psalm 139. Erschütternd ist die Erkenntnis, wovor mir Angst war, das hat mich getroffen, wovor mir graute, das kam über mich. Ich habe weder Rast noch Ruhe, nur Unruhe hat sich eingestellt. Und man hört wieder im Kontrast die Worte aus einem anderen Psalm, aus dem Psalter, der überschrieben ist mit Pilgerpsalm. Ruhig bin ich in dir, wie ein gestilltes Kind bei seiner Mutter. Wir lesen diese Worte und realisieren, es geht um unverschuldetes Leid. Hiob hat keine Gewissensbisse, er bereut nichts, weil es nichts zu bereuen gibt. Und immer deutlicher wird, woran Hiob leidet. Natürlich an seinem Elend, klar. Aber vor allem daran, dass er Gott nicht hört und nicht sieht, den Gott, auf den er vertraut hat, den ihm so reich gesegnet hat. Wo ist dieser Gott? Ein anderer, dunkler, schrecklicher Gott ist an seine Stelle getreten und er wird konsequent im ganzen Buch El Shaddai genannt. Also mächtiger, gewaltiger Gott. Es ist, als ob dort, wo ein Du war, ein Es getreten ist. Und dieser unpersönliche Gott ist schrecklich. Er wird zur Bedrohung. Ich zitiere, die Pfeile Shaddais stecken in mir. Mein Geist hat dir Gift getrunken. Die Schrecken Gottes greifen mich an. Hiob leidet an Gott. Und wenn er sich Ruhe wünscht, macht ihn Gott unruhig. Gott, der doch weiß, dass er am Ende seiner Kräfte ist. Ich zitiere, ist denn meine Kraft die Kraft von Steinen und ist mein Fleisch aus Erz? Ich selbst kann mir nicht helfen und Rettung ist fern von mir. Hiob leidet an Gott, der ihn quält, und er leidet an seinen Freunden. Ich zitiere, der Verzweifelte verdient das Mitleid seines Freundes, auch wenn er Shaddai nicht mehr fürchtet. Meine Brüder sind trügerisch wie ein Bach, wie Wasserläufe, die versickern. Wollt ihr euch jetzt nicht zu mir wenden? Nein, das wollen sie nicht. Diese Freunde, wir sehen sie hier auch wieder auf einem Bild. Dabei sind es durchaus ehrbare und einfühlsame Leute. Sie schweigen tagelang mit ihrem Freund. Sie leiden mit. Aber jetzt geht ihnen die Geduld aus. Sie haben genug von den Tiraden Hiobs. Ja, und sie sind fromm. Wenn doch Hiob, der seine Unschuld beteuert, nur einsehen würde, dass er selber die Ursache sein muss für das Unheil. Wer und was denn sonst? Wenn er doch nur ein wenig nachgiebiger, gnädiger wäre mit Gott und etwas weniger selbstgerecht auftreten würde, was wäre dann? Und sie fragen, ist er am Ende der Schuldige? Ist das am Ende seine Sünde, dass er nicht einsehen will, dass er kein Mensch, dass kein Mensch, selbst Hiob nicht, niemals unschuldig sein kann, dass es seine Schuld sein muss und sei sie eine unbewusste Schuld. Nein, die Freunde wollen und können Hiob nicht recht geben. Zu ungeheuerlich ist das, was Hiob von Gott zu Gott sagt, zu groß die Konsequenzen für die eigene Gottesbeziehung. Ist es denn nicht so, dass Gott gerecht ist und jedem nach seinem Tun vergilt? Ist doch diese Gerechtigkeit das Fundament des Gesetzes. Segen denen, die die Tora befolgen, sie sind wie Bäume gepflanzt an Wasserbächen und Fluch den Toren, die Gott leugnen. Sie werden verderben. Wie soll es anders sein? Und sie merken, diese Freunde sind keine Unmenschen. Sie sind wie Hiob, aber auch literarische Figuren. Sie sind sozusagen Spiegelbilder für uns, die frommen Leser. Sie sind Typen des Homo religiosus. Sie stehen ein für das betende Israel. Sie sind schwer in Ordnung. Und sie verteidigen eine Ordnung, die die Welt zusammenhält.
Aber je hartnäckiger sie Hiob dieses Gewicht entgegenhalten, das Gewicht ihrer frommen Ordnung, desto rabiater, rebellischer und roher wird Hiobs Klage. Jetzt wendet er sich an Gott. Ich zitiere: Mein Leib ist gekleidet in Maden und Schorf, meine Haut ist verharscht und eitert. Darum will ich auch meinen Mund nicht zügeln, will reden in der Not meines Herzens, will klagen im bitteren Leid meiner Seele. Wenn ich dachte, mein Bett soll mich trösten, mein Lager soll meine Verzweiflung lindern, so kommst du und erschreckst mich mit Träumen und überfüllst mich mit Gesichten, so dass ich lieber ersticken wollte, der Tod mir lieber wäre als dieser Körper. Ich gebe auf, ich will nicht ewig weiterleben. Lass ab von mir, denn nur ein Hauch sind meine Tage. Was ist der Mensch, dass du ihn wichtig nimmst und auf ihn achtest, dass du ihn jeden Morgen prüfst, in jedem Augenblick erprobst? Wann endlich blickst du weg von mir, lässt mich in Ruhe, nur für einen Atemzug? Wenn ich gesündigt habe, was schadet es dir, du Hüter der Menschen? Warum hast du mich zu deiner Zielscheibe gemacht, dass ich mir selbst eine Last bin? Und warum vergibst du nicht meine Vergehen und verzeihst nicht meine Schuld? Nun werde ich mich in den Staub legen, und wenn du mich suchst, so bin ich nicht mehr da. Diese Verzweiflung, diese Not. Immer mehr wandelt sich Gott in einen Quälgeist, immer mehr verschwindet der Befreier Israels und der Erlöser. Das heißt, eigentlich taucht dieser Gott, dieses Gesicht von Gott gar nie auf. Im ganzen Buch Hiob ist davon nicht die Rede. Kein Segen Abrahams, kein Exodus, kein Sinai, eine leergefegte Heilsgeschichte. Nur das Drama eines Menschen, der an seinem Gott verzweifelt und dunkel übermannt wird von einer übermächtigen Macht. Nur Deus absconditus, kein Deus revelatus. Selbst dann, als Gott endlich sein Schweigen bricht und 3 Kapitel lang donnert aus den Wolken, auch dann ist es ein dunkler Gott. Denn auch im Machtwort spricht Gott nicht mit Hiob, sagt ihm nicht, was los ist, lässt ihn im Dunkeln tappen und sagt ihm nicht, was seine Absichten und Pläne sind. Was wird hier eigentlich gespielt? Sie merken, ich habe mich ja schon auf die Seite Hiobs gestellt und nehme seine Partei. Ich habe seine Klagen als eine Form des Gebets, als Reden vor Gott, zu Gott identifiziert. Das ist nicht meine Erfindung, das fällt mir auch nicht sonderlich schwer, weil es sozusagen die Pointe der ganzen Story ist. Gott selbst kommt auch zu diesem Schluss. Am Ende nimmt Gott für Hiob Stellung. In Hiob 42, Vers 7 wendet er sich den Freunden zu und sagt: Ihr habt nicht recht geredet wie mein Knecht Hiob. Ihr habt nicht die Wahrheit geredet wie mein Knecht Hiob. Das ist ein starkes Stück. Dass Gott Hiobs Klage beglaubigt und belobt, ist eigentlich unerhört. Wie kommt Gott dazu? Schließlich macht Hiob ihm happige Vorwürfe. Hiob klagt ihn ja an, schreit ihn an, verlangt Gehör, nennt ihn einen Feind, streitet und stampft. Und trotzdem sagt Gott: Mein Knecht hat die Wahrheit geredet. Und die anderen, die Verteidiger der Ordnung, die nicht klagen und Gott Gott sein lassen, die Gott vor den Angriffen schützen wollen, sie haben nicht die Wahrheit geredet. Weshalb? Weil sie ihre eigene Gottesvorstellung verteidigt haben. Ein Konzept, ein Mechanismus, aber nicht den urlebendigen, allesgebenden, immer schaffenden Kosmos, Schöpfer des Kosmos. Hiob hat die Wahrheit geredet von und zu Gott. Er hat gebetet. Die anderen haben doziert. Was wäre die Alternative für Hiob gewesen? Die Alternative wäre das Verstummen oder das Verleugnen.
Wenn er dem Rat seiner Freunde gefolgt wäre, hätte er sich verleugnen müssen, hätte das falsche Spiel von Bekenntnis und Vergebung mitgespielt. Wenn er dem Rat seiner Frau gefolgt wäre, hätte er Gott verflucht und ihm abgeschworen und wäre verstummt. Aber er hat sich anders entschieden. Er wählt den Weg der Klage. Er, der Leidende, gibt Gott nicht auf. Er hält die Erinnerung an den Gerechten, an den segnenden und barmherzigen Gott wach. Und das ist sein Schmerz. Es ist der Schmerz des Verlassenen. Es ist der Schmerz des wahrhaftigen Zeugen. Es ist der Schmerz auch der enttäuschten Liebe. Und diesen Schmerz zeigt die Klage. Das macht sie zum Gebet. Sie hält dem dunklen Gott seine helle Seite vor. Sie ist die Emotion eines Frommen, der an der Fremdheit Gottes irre wird. Eine Fremdheit, die ihn immer wieder fragen lässt, wo bist du? Was hast du mit mir vor? Sprich. Wir haben es gehört, Gott hat gesprochen, Hiob hat die Wahrheit gesagt. Das ist der Schlüssel zur Theologie der Klage. Aber um diese Theologie ganz zu verstehen, muss man die Vorgeschichte einblenden. Eine Vorgeschichte allerdings, die Hiob nicht kennt und über die er nie aufgeklärt wird. Das Hiob-Buch beginnt ja, wir erinnern uns, mit einer Schau in den Himmel. Wir sehen hier ein Bild, ein sehr plastisches, krasses Bild mit Satan und Gott. Dieses Bild, diese Schau in den Himmel, versetzt den Leser in das Bild, das Hiob und seine Freunde nie sehen. Es ist, als ob die Leser auf der Hinterbühne des Dramas zu stehen kommen, ein literarischer Kunstgriff, der es erlaubt, Gott in die Karten zu blicken. Wir werden eingeweiht. Und Vorbild dieser Vorschau sind natürlich die Schöpfungs- und Urgeschichten. Und was sie uns zu sehen geben, ist ja starker Tobak hier. Bei Hiob befinden wir uns im Rat der Götter. Gott ist sozusagen der CEO, aber er hat Subalterne in seinem Hof. Jetzt belauschen wir ein innerhimmlisches Zwiegespräch. Es sind zwei Typen, die miteinander verhandeln, eine dunkle und eine helle Gestalt. Die dunkle Gestalt heißt Satan und vertritt einen Standpunkt des Verdachts. Die hellere ist Gott und vertritt den Standpunkt der Treue. Das, was Hiob so nie zu hören bekommt. Objekt des Streits ist jetzt der Hiob, ein frommer Mensch. Satan verdächtigt ihn und streut Zweifel an seiner Treue. Er fordert Gott heraus mit einer Wette. Und sein Verdacht gegen Hiob steht gegen Gottes Vertrauen in den Knecht. Es geht bei dieser Wette also um das Gott-Mensch-Verhältnis. Für Gott basiert dieses Verhältnis auf einem Bund der Freundschaft und Freiheit. Die Grundlage ist eine freie Entscheidung des einen für den anderen. Hiob will Gott treu sein und Gott will Hiob treu sein. Deshalb segnet er ihn. Der Satan hinterfragt diese Grundlage. Er hält Gott, wenn man so will, für zu vertrauensselig. Der wahre Grund für die Frömmigkeit Hiobs ist der Segen, mit dem ihn Gott beschenkt. Kein Wunder ist Hiob fromm. Und so geht die Wette. Unterbricht den Barak-Kreislauf. Und Hiob verleugnet dich, lügt oder verstummt. Lass ihn mich schlagen und er wird zerbrechen. Und Gott lässt sich auf dieses Spiel ein. Es gibt mindestens zwei Lesarten, diesen ungeheuerlichen Deal zu interpretieren. Die erste, Gott lässt sich sozusagen versuchen und liefert seinen geliebten Hiob aus, ein Verrat. Die zweite Lesart, so sehr hat Gott seinen Menschen vertraut, diesem Hiob vertraut, dass er die Belastungsprobe der Beziehung wagt. Er vertraut seinem Knecht, er glaubt an Hiobs Treue. Ich ziehe die zweite Lesart der ersten vor. Ich meine, sie ist das Schloss zur Theologie des Klagegebets.
Die Interpretation hat allerdings einen Haken, sie funktioniert nur, wenn Gott die Wette auch wirklich gewinnt und die Testperson Hiob beim Experiment nicht zerbricht. Mit dem Rückzug des Segens und der Verhüllung seiner Güte unterzieht Gott der Beziehung einen Stresstest. Er riskiert auch einen Reputationsschaden. Und am Ende könnte der Mensch, der leidet, in Gott etwas Böses sehen, ihn, den guten Schöpfer, mit der Gestalt verwechseln, die ihn schlägt. Wie hoch dieses Risiko ist und wie nahe sich Hiob am Abgrund bewegt, lässt sich ja an seiner Verzweiflung ablesen. Zurück zur Ausgangsfrage. Ist Klagen beten und dürfen Beter sich bei Gott beklagen? Ist es legitim, Gott anzuklagen? Und das Hiob-Buch hat eine ganz überraschende Antwort mit einer sehr unbequemen Konsequenz. Offensichtlich ist Gott in seiner Psyche, wenn man so will, in seinem Innenleben komplizierter, als es den Anschein macht. Und genau diese dunkle Gotteserfahrung verschärft das Leiden des Frommen. Der klassische Vorwurf der Religionskritiker, dass Religion ein Opium sei, das betäube, ist in diesem Lichte betrachtet eigentlich absurd. Das Gegenteil ist der Fall. Die Religion hält den Schmerz wach. Und die Klage ist der Ausdruck dieses geistlichen Kampfes. Der Religionskritiker könnte jetzt natürlich einwerfen, ja, wäre es denn nicht besser, wenn es gar keinen Schöpfer geben würde? Hiob müsste sich nicht mit seinen Freunden und schon gar nicht mit einem Feind Gott herumschlagen. Es gibt nicht wenige Zeitgenossen, das ist ja bekannt, die eine solche Variante der Kontingenzbewältigung vorziehen, aber sie hat ein Problem. Die Klage, was mit uns geschieht und was im Leid geschieht, ist nicht aus der Welt. Aber die Klage, was alles dieses Elend und was diese Not soll, sie geht dann ins Leere, sie geht ins Dunkle, sie hat keinen Adressaten, nur das Nichts, nur die Hoffnungslosigkeit, nur das Es. Mit anderen Worten, es gibt die dunkle Alternative der gebetsfreien Klage. Was soll das Ganze? Was ist hier los? Aber es ist nicht Gebet, es ist das Reden und das Schreien ins Leere hinaus. Die biblische Variante der Leidensbewältigung ist schmerzhafter, aber sie ist lebendiger, sie ist wärmer, sie ist am Ende doch menschlicher. Das Klagegebet hält den Schmerz, aber auch die Hoffnung am Leben. Sie ist kämpferischer, gewagter, sie ringt mit dem Zweifel. Sie fragt am Ende auch, ob Gott vertrauenswürdig ist. Sie fragt auch, kommen unsere Gebete an? Aber sie bleibt in der Gottesbeziehung, in der Präsenz zum Du. Diese Antwort ist und bleibt zwiespältig. Obwohl Hiob am Schluss ins Recht gesetzt wird, fragen wir uns doch, weshalb lässt Gott seine Geschöpfe, weshalb lässt Gott den Hiob so lange zappeln und im Dunkeln tappen? Und jetzt sage ich, wir sind ja Christen und keine Hiobisten oder Hiobianer. Und darum ist Christus die Antwort auf das Leiden des Hiob? Können wir, wenn wir an Christus glauben, diesem Zwiespalt dieser Klage entgehen? Ja und nein. Denn hier ist ein Problem. Und das Problem wird mit der Figur von Hiob aufgerufen und nicht einfach gelöst. Denn auch Christenmenschen erleben Anfechtungen, werden aus dem Glauben herauskatapultiert, werden erprobt, angefochten. Auch wer an Christus glaubt, handelt sich sozusagen auch eine religionskritische Religion ein, wird damit konfrontiert, dass links und rechts fromme Brüder und Schwestern sind, die einem Schuld aufladen, obwohl man schuldlos leidet. Und der Ort, an dem das klar wird, an dem das offensichtlich wird, ist das Gebet. Vergleicht man jetzt aber die Hiobsgeschichte mit dem Evangelium, fallen dennoch Unterschiede auf, die die Sicht auf die Klage
die Sicht auf das Leid und die Sicht auf die Erlösung in einen neuen Horizont stellen. Und die entscheidende Differenz, eine entscheidende Differenz ist, das Drama, das der Klage zugrunde liegt, die Gottverlassenheit, wird im Evangelium sozusagen in den Innenraum Gottes hineingeschoben. Wieder als eine Geschichte erzählt und wieder als ein Gespräch, das in ein Gebet mündet, aber mit einer anderen Rollenbesetzung. An die Stelle Hiobs rückt Jesus von Nazareth. Und Jesus von Nazareth ist die personifizierte Treue. Gott traut ihm, ganz ähnlich wie im Hiob. Und auch dieser Jesus wird erprobt. Aber anders als Hiob war Jesus ein Mensch aus Fleisch und Blut, wie wir, Sohn der Maria, geboren und nicht erfunden, keine literarische Figur. Er hat gelebt und hat gelitten. Die Frage des leidenden Menschen, der schuldlos ins Unglück stürzt, wird zur Frage dieses Menschen, dieses einzigartigen Menschen, von dem wir glauben, er sei der Messias. Er, Jesus Christus, der an Gott leidet. Es ist Jesus Christus, der im Garten Gethsemane betet mit den Worten des Klagepsalms: Warum hast du mich verlassen? Es ist Jesus Christus, der uns durch seine Treue, Gottes Treue, glaubwürdiger macht. Glaubwürdig, weil er dieses letzte Leiden an Gott, unser größtes Leiden, kennt und mit uns teilt. Jesus erfährt Gottferne. Aber weil er Gott Mensch ist und Gott ihm so nahe ist, dass er ihn seinen Sohn nennt, verwandelt sich die Verzweiflung Jesu in unsere Erlösung. Aus Kreuz wird Ostern. Seine Passion ist also stellvertretendes Leiden für uns. Und darum glauben wir nicht an Hiob oder an ein Schicksal oder an ein Es oder an Selbstheilungskräfte. Wir glauben an Jesus Christus. Passus sub Pontius Pilatus, der gelitten hat, weil er Gott so nahe ist, zieht er sozusagen Gott mit hinein in die ultimative Entfernung des Todes. Seine Treue lässt Gott nicht unbewegt. Das Es in Gott schlittert sozusagen ins Du. Das Dunkle wird hell, das Unpersönliche wird entdämonisiert. Jesus ist durch die Hölle gegangen, damit der Himmel zur Erde wird. Verändert dieses Glaubenswissen unsere Klage? Können wir jetzt, wenn wir in eine solche schlimme Not hineingeraten, besser damit umgehen? Ich hoffe es, ich glaube ja. Aber ich möchte zuerst und zum Schluss meiner Überlegungen eine Sackgasse vermeiden, die uns Christen droht. Wir könnten jetzt ja auf die Idee kommen, auf die die frommen Freunde Hiobs kommen würden, wenn sie Christen wären und ihnen ein christlicher Hiob begegnete. Sie könnten jetzt dasselbe religiöse Spiel wieder von Anfang an spielen. Warum sollen denn Christen noch klagen? Sie haben ja alles. Sie haben einen Mittler, der ihnen das Leiden an Gott abnimmt. Also könnten die christlichen Freunde sagen, warum hilft dir das nicht? Hast du am Ende noch eine Rechnung mit Gott offen? Bist du noch nicht ganz erlöst, dass du so leidest? Traust du deinem Retter und Heiland Jesus nicht ganz über den Weg? Bist du noch nicht bereit, dein Kreuz auf dich zu nehmen? Alle solche schönen, frommen Dinge können wir unseren Brüdern und Schwestern an den Kopf werfen. So könnten wir reden und würden dann dem Bruder, der Schwester einen moralischen Strick aus seinem Glauben drehen. Und solche Freunde würden dann uns, wenn wir im Leiden sind, mit dem religiösen Besitz drangsalieren und noch tiefer in Seelen stürzen. Ich glaube, ein solchermaßen seelsorglich behandelter Mensch lädt zu seinem Elend noch die Last des religiösen Gewissens auf sich. Wieso kann ich nicht glauben? Meine Antwort darauf ist klar und ich glaube radikal biblisch. Wir dürfen klagen. Wir sollen uns nicht schämen, wenn es uns einmal sozusagen an Glauben mangelt. Christus verbietet es uns nicht. Christus lenkt aber die Klage um.
Er übernimmt sie, er trägt sie, duldet sie und verwandelt sie. Er vermag das. Aber er macht das nicht allein, denn die Freunde sind wichtig. Denn die Gemeinschaft der Freunde bildet den Leib Christi. Das heißt, Jesus lenkt die Klage in seinen eigenen Leib hinein, in die Gemeinschaft, die einander erträgt und trägt. Die Glieder dieses Leibes heißen deshalb Schwester und Bruder. Sie sind gerufen, den Unglauben der Schwester des Bruders zu ertragen, mitzutragen, auszuhalten, nicht davonzurennen, auszuharren, zu bleiben. Das ist die Botschaft. Wir sind nicht allein im Glauben und wir sind nicht allein in unserem Unglauben. Neben uns und mit uns ist der Christus der Schwester, der Christus des Bruders, der Christus in der Gemeinde. Das ist natürlich alles andere als selbstverständlich. Und doch ist es die Grundlage der Christusseelsorge. Jeder und jede von uns kann in eine Situation hineinschlittern, in der die eigene Christusgeschichte schwach wird, stumm bleibt. Es gibt ein Leid, das uns zu Boden werfen kann. Und dann brauche ich den Christus, der größer ist, den Christus, der im Christen Mitmensch lebt, beim Menschen, der für mich bittet, beim Menschen, der für mich glaubt, beim Menschen, der mich liebt und für mich hofft. Ich halte mich dann am Christus fest, der dem anderen den Halt gibt, mich auszuhalten, in meinem Unglauben. Oder mit Bonhoeffer gesagt, der Christus des Bruders ist stärker als mein eigener Christus. Was heißt das? Das heißt, dass der Gott, den ich in meinem Elend vom anderen bekomme, nicht ein perfekter Gott ist, der über alles erhaben ist, kein Teflon-Götze, keine dunkle Maske, kein El Shaddai, der vom Himmel donnert. Der Gott, den ich von der Schwester bekomme, ist aber auch nicht ohnmächtig oder nur schwach oder nur leidend. Nein, es ist der Gekreuzigte, den Gott auferweckt hat von den Toten, der Mitleidende, der Nahe, der Siegende, der sich erbarmende Gott, der die Nacht zum Tag macht, der da ist, auch wenn ich ihn nicht sehe, der mich am Ende der Zeiten umarmt und empfängt. Es ist der Gott, der du wird, wo jetzt es herrscht. Dass es im vorletzten Leid gibt, das kaum zu ertragen ist, das können wir und wollen wir nicht verschweigen. Gott sei es geklagt, aber Gott hat's erhört. Gelobt sei der Name des Herrn.